Willkommen beim Stream. Gott, wieso muss der Abspann immer 2 Jahre dauern? Moin Andreas, willkommen beim Stream.
Ja, aber ich werde das nochmal durchspielen. Entweder fange ich gleich an oder ich mache es erst morgen, mal gucken. Aber ich denke mal, ich fange gleich an. Oh, Alter, wie viel Abspann kommt denn noch? Der Abspann dauert jetzt schon fast 20 Minuten, ey. Nicht normal. Ein paar Mann, das ist gut. Und den Abspann will ich ehrlich gesagt nicht überspringen, aus dem Grund, weil es ja meistens versteckte Endsequenzen noch mal gibt. Gott. 2 Stunden später. Na, solange das noch läuft, mache ich mir kurz was zu trinken. Bin gleich wieder da.
So. Dann mach ich mal neu. Neuspiel Plus. Gib mir Deus Ex. Ich mach nochmal das Zusammenfassungsvideo. 2027. Fortschritte auf dem Gebiet der Biotechnologie ermöglichen es Menschen, ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten erstaunlich zu verbessern. Falls sie es sich finanziell leisten konnten, versteht sich. Ein neuer Typus betrat die Bühne. Halb Mensch, halb Maschine. Und zumindest in Detroit war nicht jeder froh darüber. Ich hatte gerade eine Stelle als Sicherheitschef von Seraph Industries angetreten, einem führenden Biotech-Unternehmen. David Seraph hatte mich persönlich dafür ausgewählt, seine Mitarbeiter zu beschützen. Dazu gehörte auch meine Ex, Megan Reed. Sie war eine brillante Neurowissenschaftlerin und hatte einen Weg gefunden, Augmentierungen für alle sicher und bezahlbar zu machen. Sie musste ihre Ergebnisse nur noch vor dem Kongress präsentieren. Aber in der Nacht davor versagten meine Sicherheitsmaßnahmen. Ein Team von Black Ops-Söldnern stürmte die Seraph-Zentrale und tötete alle Anwesenden. Drei von ihnen waren schwer augmentierte Panzer. Kann ich gleich machen. Beinen. Ihre Mission? Megan und ihr Team auszuschalten. Ich wollte sie aufhalten, aber ihr Anführer warf mich durch eine Panzerglasscheibe. Das Letzte, was ich hörte, als eine Kugel in mein Gehirn einschlug, war Megans Todesschrei. Ich hätte mit ihr sterben sollen. Aber das passierte nicht. Militärische High-End-Optimierungen retteten mein Leben. Die besten Augmentierungen, die Seraphs Geld kaufen konnte. Nach einem halben Jahr hatte ich mich an sie gewöhnt. Weitere Ruhe war mir nicht vergönnt, denn Seraph Industries wurde erneut angegriffen. Diesmal von einer radikalen Gruppe prohumaner Puristen. Gewalttätig, militant